Chris, geht es dir gut? Hier sind Mom und Dad. Wir dachten, Zeit des Erwachens! Peter, ich bin nicht sicher, ob... Zeit des Erwachens! Du wirst ihm wehtun, wenn... Zeit des Erwachens! Peter, hör damit auf! Ich hätte nicht gedacht, dass es Chris so aus der Bahn wirft. Ich könnte es mit einem Basketball versuchen. Zeit des Erwachens! Oh Gott, seine Nase ist gebrochen. Er hat nicht mal gezuckt. Das ist übel. Nehmen wir deinen Plan. Rollen wir ein bisschen Klopapier zusammen, stecken sie ihm in die Nase und dann versuchen wir es mit deinem Plan. Noch Champagner, Fräulein? Fräulein? Oh Gott, es ist lang her, dass mich jemand Fräulein genannt hat. Wow, frohe Weihnachten. Oder Fräulein Weihnachten. Oh mein Gott, das ist dieses typische Flirtlachen von ihr. Es fällt kaum auf, aber wenn man so lang verheiratet ist wie wir, merkt man sowas. Sie sind sehr witzig, Lance. Ein sehr attraktiver, witziger Mann. Holen Sie Ihren Penis raus. Da, schon wieder. Wenn man zwischen den Zeilen liest, flirtet sie eindeutig. Dad, du hast voll den Sonnenbrand. Ich kann mich nicht bewegen, weil es so wehtut. Wie kann man hier Spaß haben? Habt ihr DirecTV? Wir haben Time Warner. Habt ihr HBO? Wir haben Stars. Habt ihr ESPN? Wir haben Fox Sports One. Gibt's das in HD? 420p. Habt ihr... Auf alles, was du sagst, sag ich ein bisschen was Schlechteres. Habt ihr die Simpsons? Wir haben Family Guy. Ah, bin ja selber schuld. So, Chris, ich weiß, dass du jetzt kultiviert bist und so. Aber kein Mann widersteht den Sirenenrufen des geistig zurückgebliebenen Supermodels Kate Upton. Tut mir leid, Dad. Ich stehe jetzt mehr auf Borde mit Uni-Abschluss. Aber Chris, das musst du ausnutzen. Die Uhr tickt für Kate Upton. Ihr Fenster ist nicht mehr lang offen. Und vorbei. Los, raus mit dir. Und Lois, ich frag dich das nur, weil ich in dieser ausgesprochen misslichen Lage bin. Aber darf ich dein Bein 15 Sekunden ununterbrochen vögeln? Ich glaube, das geht in Ordnung. Ich sagte, du darfst es 15 Sekunden lang tun. Hat schon gereicht. Ich putzen. Nein, Sie sind gefeuert. Nein, ich Job behalten. Hier, $40, wenn Sie sofort verschwinden. Nein, ich bleiben. Die ist noch starkköpfiger als du. Daddy, ich mag auch mal mit der Schaukel schaukeln. Nein. Du warst schon zweimal dran. Hau ab. Es sieht lustig aus und ich will auch mal. Nein, ich bin dran und ich werde ganz weit springen. Hol Mom! 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 Bitte fahren Sie fort. Und dann wurde es richtig schlimm. Ich hab mich so schmutzig gefühlt. Keine Angst, ich bin Arzt. Achtung, alle mal herhören. Aufgrund diverser Beschwerden und zweier Todesfälle wegen Übermüdung habe ich mich entschlossen, am Samstag ein Firmenpicknick zu veranstalten. Hey, Derek, wie kommst du zu diesem Picknick? Ich weiß noch nicht, wer mich mitnimmt. Hey, John, du hast doch einen Zweisitzer, oder? Ach, Derek, vielleicht kannst du mit John mitfahren. Hä? Zum letzten Mal, verdammt, ich bin nicht schwul. Trotzdem, danke, Peter. Den kriegen wir noch rum. Gedi? Ich stehe draußen. Fahren wir? Oh, hallo Peter. Ich kann heute Abend nicht. Ich bin fertig. Die Letzte wollte am Schluss noch, dass ich das ganze Gleitgel austrinke. Du musst doch arbeiten. Ich habe 5 Termine vereinbart. Das ist sehr viel Geld. Tut mir leid, geht nicht. Du musst sie absagen. Was sagst du, Schlampe, zu mir? Peter, was wird das? Willst du schlapp machen? Du arbeitest, wenn ich sage, du arbeitest, Bitch. Okay. Was ist in dem Ludenkelch? Ein Mixgetränk aus Weizengras und Ingwer. Ich war mitten in der Saftkur. Wenn wir Cleveland wieder von Jerome loseisen wollen, müssen wir ihn daran erinnern, wie viel Spaß es mit uns macht. Also haben wir einfach Spaß. Und wie soll das gehen? Keine Ahnung. Ein klein bisschen davon. Okay, das sieht spaßig aus. Und was ist damit? Ja, sicher. Alles ist erlaubt. Und ich wische mir die Schultern ab. Originalität wird bevorzugt, aber gern. 3 spaßige Jungs suchen einen 4. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ist das spaßig? Das ist mehr spaßig. Das ist spaßettig. Eine spaßige Art, spaßig zu sagen. Hey, wäre doch spaßettig, wenn wir mit Essen rumwedeln. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Es ist spaßettig, das Wort von vorhin. Ich weiß nicht... Ah! Gut, messen wir zuerst Ihren Blutdruck, weil das ist, was wir hier am liebsten machen. So, Chris, es ist 1798 und wir befinden uns im Haus von Jane Austen. Jane Austen? Ich glaube nicht, dass die in meiner Geschichtsprüfung auftaucht. Nein, aber wir müssen ein paar aufgestaute Zeitreisefürze loswerden. Hammergeil! Oh ja! Gebt mir mehr davon. Alles aus dem Inneren von Männern ist Inspiration für mich. Hey,
Hey Joe, ich bin hier. Joe, setz dich zu mir. Oh bitte, Leute. Joe, ich habe eine Schachtel Lakritzgummis und du darfst zwei haben. Ich habe Spielkarten, die du dir cool in die Reifen klemmen kannst. Joe, ich mache den Wellenbauch für dich. Sieht aus wie echte Wellen. Ich kann deinen Namen richtig laut rufen. Joe. Ich kann ihn lauter rufen. Joe.